Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, was soll ich sagen, es passieren schon wieder dramatische Dinge. Ich habe nämlich heute mit meiner Supermaschine, mit meinem Aerifizierer, habe ich heute bei einem Nachbarn aerifiziert. Und das ist so richtig in die Hose gegangen. Ihr werdet jetzt erfahren, bleibt dran. Mein Nachbar mäht. Da! Na? Na Nachbar? Na? Was sagst du zu deinem Rasen? Perfekt. Perfekt? Perfekt. Er sagt perfekt. Nimm Form an. Die Fans wollten nämlich wissen, wie dein Rasen geworden ist. Nach der Neusaat, die ihr hier sehen könnt. Ja, wir sind schlichtweg begeistert. Der Rasen ist wirklich unglaublich dicht geworden. Er mäht auch jeden Tag. jeden zweiten Tag. Wahnsinn, also wirklich, also es ist schon nahe am Teppich. Du mähst so auf ungefähr 30 Millimeter. Man kann nicht meckern. Also nach diesem Chaos, was hier letztes Jahr gewesen ist, ist das heute ein Top-Rasen hier. Wir haben jetzt ziemlich heiße Tage, also schön viel wässern. Ja, eben hier, alles trocken. Ja, alles trocken. Hier, da sind so harte Stängel, die hat er auch im Rasen drin. Die vertrocknen natürlich dann auch, wenn sie kein Blatt mehr haben. Und dann sieht das nicht so schön aus. Aber wir jammern wieder mal auf hohem Niveau. Insgesamt nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir sind zufrieden. Und dann mit so einem alten Rasenmäher hier, mit so einer Schüssel. Hallo. Jetzt muss ich weg, Freaks. Er kommt. Ich hätte nichts zu seinem Rasenmäher sagen sollen. So, aber nicht, dass hier der falsche Touch aufkommt. Ich habe ihn mit dem Spindelmäher mähen lassen. Er durfte den Sportman benutzen. Und er war begeistert. Aber er ist ein bisschen teuer. Zurück zum Aerifizierer. Das, liebe Rasenfreaks, ist ein tonhaltiger Boden. Da kann man so richtig schöne Kugeln draus formen, vor allen Dingen, wenn der richtig schön feucht ist. Wahnsinn! Das ist der Boden von meinem Nachbarn gewesen. Und ich habe halt die ganze Fläche wirklich zerstört. Es war bloß eine kleine Fläche, wir haben dann rechtzeitig abgebrochen. Weil ich dir gesagt habe, nee, das ist jetzt hier nicht richtig und nicht gut. Das funktioniert nicht gut. Da war auch, glaube ich, ganz froh, dass ich abgebrochen habe. Ja, daraus lernt man. Ich habe schon lange immer überlegt, warum hat diese Maschine hinten diese Walze dran? Und jetzt werde ich diese Walze abbauen, und zwar gleich. Werde ich diese Walze runterbauen. Ich hoffe, ich kriege sie abgeschraubt. Denn diese Walze macht mehr kaputt, als dass sie hilft. Natürlich soll sie den Boden wieder so ein bisschen glätten, aber Sie drückt die ganzen Zapfen, die man ja rauszieht aus dem Boden, die ganzen Zapfen drückt sie kaputt. Und dann kann man sie auch nicht richtig gut aufsammeln. Totaler Schrott. Jetzt holen wir die Maschine runter und dann schauen wir uns nochmal das genauer an. Yeah. So, herrlich bei dem Wetter. Es ist ganz wichtig, jetzt diese Hohlsporne
wieder zu säubern, den Ton, den Lehmboden da rauszuholen, weil sonst, wenn das durchtrocknet, wird das hart wie Beton und dann kommt man da nicht mehr rein. Also dann kann man da wirklich mit dem Hammer und mit dem Schraubendreher diese Löcher wieder frei machen. Also gleich, solange das noch halbwegs feucht ist, der Boden, gleich sauber machen. Okay, ja, das ist die Rolle hier. Das ist diese schwere Rolle, die eben den Boden wieder glatt walzt, aber auch eben die Pellets zerdrückt. Und die kommt jetzt weg. Yeah! So, das alles muss ab. Das muss ab, das muss ab. Das. Also, wir fangen mit der Klappe an. Aber erstmal schützen uns hier die Hände, Andreas. Handschutz. Erstmal schön Handschutz. Okay. Das war schon mal einfach. Hier sind 13er. Ja, hier sind zwei Rollen. Das ist echt verrückt. Hier ist eine kleine Rolle. Das ist die große Rolle. Ich bin mega gespannt, wie das Ding dann funktionieren wird. Also, Menschenskinder, ich habe das schon so lange. Ich habe mich immer geärgert, dass hier die Zapfen platt gedrückt wurden. Das war jetzt nicht so schlimm, weil mein Boden relativ sandig ist, aber dieser Lehmboden, das war so eine Katastrophe. Und jetzt wird es schon spannend. Wir müssen wahrscheinlich hier den ganzen Behälter, den ganzen Deckel abnehmen. Und wenn ich es wieder brauche, schweiße ich wieder zusammen. Wie soll denn das da runtergehen? Das haben wir einfach raufgeschweißt hier. Was mich am meisten stört auf dieser Seite hier, ist etwas verschweißt worden, nachträglich verschweißt worden, nach dem Motto, das machen wir nicht mehr auseinander. Es ist zwar völlig pervers, das jetzt hier durchzuflexen. Macht der Rasenfreak jetzt einen großen Fehler? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal die beiden Schrauben vom Lager lösen oder die Schraube lösen. So geht das nicht raus. Der geht so auch nicht ab. Schwieriges Thema. Das Ding muss ab. Brutal abflexen. So, lieber Rasenflix, ich habe weder eine Bedienungsanleitung. Das habe ich noch. Ja. Ich habe mir das jetzt lange genug angeguckt. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich werde die Dinger jetzt abflexen. Ich werde jetzt hier durchflexen, da flexen und auf der anderen Seite flexen. Dann ist das ganze Gerödel weg. Und es ist ja Metall. Wenn das ein Riesenfehler war, dann kann ich es wieder anschweißen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Ich brauche das nicht mehr. Es hat nicht funktioniert. Ich kann es nicht ausbauen. Es ist nur Mist. Und die da oben, diese Träger, kriege ich sowieso nicht raus. Und den einen vielleicht noch, der andere ist festgespeist. Ist zwar eine brutale Methode, könnt ihr auch disliken. Aber ich will jetzt ein besseres RFIC-Ergebnis haben und ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Letzter Check hier. Und die Nachbarn hier gleich vom Stuhl. Brutal. Brutal Legend.
das ist mal ein gutes Ergebnis. Wieso ich jahrelang diese Rolle hinten dran hatte und mir meine Zapfen platt gedrückt habe, ich kann es euch nicht sagen. Jetzt ist die Maschine erst perfekt. Jetzt verifiziert sie erst perfekt. Ich musste erst dieses Ding wegflexen. Es ist unfassbar. So soll es sein. Ja, lieber Rasenfreak, es war brutal. Ich weiß, hier in der Werkstatt beim Rasenfreak wird hart gearbeitet an faszinierenden Maschinen zur Rasenpflege. Wenn euch sowas Spaß macht, abonniert mich, lasst eine Glocke an, dann habt ihr mal gleich meine aktuellen Videos. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak Andreas Kraus. Ciao!